Lenguaje coloquial, las mejores frases más usadas. Umgangssprache, die besten und häufigsten Sätze. Frases que nunca te enseñan en la escuela. Wörter und Sätze, die du niemals in der Schule lernst. Qué pijo, qué cateto. Was für ein Spießer. Was für ein Spießer. No importa. Egal. Increíble. Krass. Krass. Es una pasada. Hammer. Hammer. Genial. Geil. Geil. Tío. Alter. Alter. Ey. 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 Qué tonterías. Quatsch. Quatsch. Compañero. Kumpel. Kumpel. Ciao. Tschüssi. Tschüssi. Qué fuerte. Schon krass. Schon krass. Tío, ¿qué pasa? Alter, was geht ab? Alter, was geht ab? Wow, esto es increíble. Krass, das ist ja voll der Hammer. Krass, das ist ja voll der Hammer. Oye, ¿ya lo escuchaste? Ey, hast du das schon gehört? Ey, hast du das schon gehört? Esto es pura tontería. Das ist doch totaler Quatsch. Das ist doch totaler Quatsch. Realmente no tengo ganas de trabajar más. Ich habe echt keinen Bock mehr auf die Arbeit. Ich habe echt keinen Bock mehr auf die Arbeit. ¿Qué significa eso? Was soll das denn heißen? Was soll das denn heißen? Oye, vamos a salir de fiesta de nuevo? Ey, lass mal wieder einen drauf machen. Ey, lass mal wieder einen drauf machen. Esto es todo una pérdida de tiempo. Das ist doch eh alles für die Katz. Das ist doch eh alles für die Katz. Estoy muy estresado ahora mismo. Ich bin voll im Stress gerade. Ich bin voll im Stress gerade. Claro, podemos hacerlo, pero desafortunadamente no tengo dinero. Klar, können wir machen, aber ich habe leider gar kein Geld. Klar, können wir machen, aber ich habe leider gar kein Geld. Necesito ir al baño. Ich muss mal kurz zum Klo. Ich muss mal kurz zum Klo. Oh, esto no importa en absoluto. Ach, das ist doch scheißegal. Ach, das ist doch scheißegal. Oye, te ves bien hoy. Ey, du siehst aber gut aus heute. Ey, du siehst aber gut aus heute. Esto es una locura, total. Das ist voll der Wahnsinn. Das ist voll der Wahnsinn. Tengo una resaca. Ich hab voll den Kater. Ich hab voll den Kater. Tío, qué noche tuvimos ayer. Alter, was für ein Abend gestern. Alter, was für ein Abend gestern. Estoy harto de todo este drama.
Ich hab die Nase voll von dem ganzen Drama. Ich hab die Nase voll von dem ganzen Drama. Todo esto es solo palabrería. Das ist doch alles nur Gelaber. Das ist doch alles nur Gelaber. Tranquilo, te estás enojando demasiado. Komm mal runter, du bist voll am Ausrasten. Komm mal runter, du bist voll am Ausrasten. No tengo idea de qué hacer. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Wow, tengo muchas ganas de una hamburguesa. Boah, ich habe voll Bock auf Burger. Boah, ich habe voll Bock auf Burger. Creo que me he enamorado. Ich glaube, ich habe mich verknallt. Ich glaube, ich habe mich verknallt. ¿Qué significa eso? ¿Que soy incapaz? Was soll das denn heißen? Ich wäre unfähig? Was soll das denn heißen? Ich wäre unfähig? Realmente no soporto a este tipo. Ich habe echt keinen Bock mehr auf diesen Typen. Ich habe echt keinen Bock mehr auf diesen Typen. Esto es una completa porquería. Das ist doch voll der Mist. Das ist doch voll der Mist. Mierda, he olvidado mi cartera. Scheiße, ich habe meinen Geldbeutel vergessen. Scheiße, ich habe meinen Geldbeutel vergessen. Oye, tengo mucha hambre. Ey, ich habe voll den Hunger. Ey, ich habe voll den Hunger. Todo esto no es tan importante. Das ist doch eh alles nicht so wichtig. Das ist doch eh alles nicht so wichtig. ¿Puedes decirlo en alemán, por favor? Cuando alguien se expresa de una manera demasiado complicada. Kannst du das mal bitte auf Deutsch sagen? Kannst du das mal bitte auf Deutsch sagen? Lo arruiné. Ich hab's vermasselt. Ich hab's vermasselt. Tío, qué estrés. Alter, was für ein Stress. Alter, was für ein Stress. Esto es realmente asombroso. Das ist doch echt der Hammer. Das ist doch echt der Hammer. Finalmente lo logré. Ich hab's endlich geschafft. Ich hab's endlich geschafft. Tío, ¿qué tal? Alter, was geht ab? Alter, was geht ab? Increíble, es una pasada. Krass, das ist voll der Hammer. Krass, das ist voll der Hammer. Oye, vamos a darle otra vez? Ey, lass uns mal wieder einen drauf machen. Ey, lass uns mal wieder einen drauf machen. Esto no vale la pena. Das ist doch eh alles für die Katz. Das ist doch eh alles für die Katz. Esto es una locura total. Das ist ja voll der Wahnsinn. Das ist ja voll der Wahnsinn. Estoy harto de todo este drama. Ich hab die Nase voll von dem ganzen Drama. Ich hab die Nase voll von dem ganzen Drama. Increíble, ¿lo viste? Eso fue impresionante. Krass, hast du das gesehen? Das war unglaublich. Krass, hast du das gesehen? Das war unglaublich. Tengo muchas ganas de comer pizza esta noche. Ich hab total Bock auf Pizza heute Abend. Ich hab total Bock auf Pizza heute Abend. Deja de decir tonterías. Hör auf mit diesem Quatsch. Hör auf mit diesem Quatsch. Es genial que nos visites. Das ist wirklich cool, dass du uns besuchst. Das ist wirklich cool, dass du uns besuchst.
Hola, amigo, ¿cómo estás? Hey Kumpel, wie geht's dir? Hey Kumpel, wie geht's dir? Vamos a pasar el rato después del trabajo. Lass uns nach der Arbeit abhängen. Lass uns nach der Arbeit abhängen. ¿Te gusta escuchar música alemana? Hörst du gerne deutsche Mucke? Hörst du gerne deutsche Mucke? Realmente fue un desastre anoche. Das war echt ein Schlamassel gestern Abend. Das war echt ein Schlamassel gestern Abend. El concierto de anoche fue increíble. Abgefahren. Das Konzert gestern Abend war so abgefahren. Abgefahren. Das Konzert gestern Abend war so abgefahren. Deja de decir tonterías y vuelve a trabajar. Hör auf mit dem Blödsinn und komm zurück zur Arbeit. Hör auf mit dem Blödsinn und komm zurück zur Arbeit. La comida aquí es tan buena, podría comerla todos los días. Das Essen hier ist so geil, ich könnte es jeden Tag essen. Das Essen hier ist so geil, ich könnte es jeden Tag essen. ¿Puedes dejar de molestarme, por favor? Kannst du bitte aufhören, mich zu nerven? Kannst du bitte aufhören, mich zu nerven? ¿De verdad olvidaste tus llaves en casa? ¿En serio? Du hast wirklich deinen Schlüssel zu Hause vergessen? Echt jetzt? Du hast wirklich deinen Schlüssel zu Hause vergessen? Echt jetzt? Tiene una manera relajada y siempre está de buen humor. Er hat eine lässige Art und ist immer gut gelaunt. Er hat eine lässige Art und ist immer gut gelaunt. Nunca volveré a comprar en este lugar. Ich werde nie wieder in diesem Saftladen einkaufen. Ich werde nie wieder in diesem Saftladen einkaufen. Cállate y deja de quejarte. Halt die Schnauze und hör auf zu jammern. Halt die Schnauze und hör auf zu jammern. Es genial que me hayas ayudado. Das ist spitze, dass du mir geholfen hast. Das ist spitze, dass du mir geholfen hast. Deberíamos jugar a un videojuego esta noche. Wir sollten heute Abend ein bisschen zocken. Wir sollten heute Abend ein bisschen zocken. Estuve todo el día en movimiento. Ich bin heute den ganzen Tag auf Achse gewesen. Ich bin heute den ganzen Tag auf Achse gewesen. Le dijo sin decir que no estaba interesada. Sie hat ihm durch die Blume gesagt, dass sie nicht interessiert ist. Sie hat ihm durch die Blume gesagt, dass sie nicht interessiert ist. ¿Tienes una cita con Lena? Te va bien. Du hast ein Date mit Lena? Läuft bei dir. Du hast ein Date mit Lena? Läuft bei dir. Hoy aquí no pasa nada. Heute ist hier echt nichts los. Heute ist hier echt nichts los. La fiesta de esta noche seguro que estará loca. Die Party wird heute Abend bestimmt steil gehen. Die Party wird heute Abend bestimmt steil gehen. Creo que no está bien de la cabeza. Ich glaube, er tickt nicht ganz richtig. Ich glaube, er tickt nicht ganz richtig. Le rió en la cara con toda la fuerza. Er hat ihr volle Kanne ins Gesicht gelacht. Er hat ihr volle Kanne ins Gesicht gelacht. Después del trabajo tomamos unas cervezas. Nach der Arbeit hauen wir erstmal ein paar Biere weg. Nach der Arbeit hauen wir erstmal ein paar Biere weg.
Los dos están peleando otra vez. Die beiden haben schon wieder Zoff miteinander. Die beiden haben schon wieder Zoff miteinander. No sé cómo lograrlo, pero de alguna manera tengo que arreglármelas. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, aber ich muss es irgendwie auf die Reihe kriegen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, aber ich muss es irgendwie auf die Reihe kriegen. Pasamos todo el día relajándonos en la playa. Wir haben den ganzen Tag am Strand abgehangen. Wir haben den ganzen Tag am Strand abgehangen. Me voy a volver loco si tengo que esperar más tiempo para esa llamada. Ich werde ausflippen, wenn ich noch länger auf diesen Anruf warten muss. Ich werde ausflippen, wenn ich noch länger auf diesen Anruf warten muss. Me voy a quedar aquí un poco más para echar una siesta antes de volver al trabajo. Ich werde hier noch ein bisschen dösen, bevor ich wieder anfange zu arbeiten. Ich werde hier noch ein bisschen dösen, bevor ich wieder anfange zu arbeiten. Finalmente, hora de irse a casa. Endlich Feierabend machen. Endlich Feierabend machen. ¿Puedes venir mañana a las 3 de la tarde? Claro que sí. Kannst du morgen um 15 Uhr kommen? Geht klar. Kannst du morgen um 15 Uhr kommen? Geht klar. Tengo hambre. Vamos a buscar algo de comer. Ich hab Kohldampf. Lass uns was zu essen holen. Ich hab Kohldampf. Lass uns was zu essen holen. ¿Viste lo que acaba de suceder? Fue increíble. Hast du gesehen, was gerade passiert ist? Das war krass. Hast du gesehen, was gerade passiert ist? Das war krass. La biblioteca está en silencio total. In der Bibliothek ist es mucksmäuschenstill. In der Bibliothek ist es mucksmäuschenstill. Pasamos todo el día en la ciudad haciendo nada en particular. Wir haben den ganzen Tag in der Stadt rumgehangen. Wir haben den ganzen Tag in der Stadt rumgehangen. Perdí mis llaves otra vez. Estoy muy distraído. Ich habe meinen Schlüssel schon wieder verloren. Ich bin so verpeilt. Ich habe meinen Schlüssel schon wieder verloren. Ich bin so verpeilt. Voy a ver cómo está la situación. Ich gehe mal die Situation abchecken. Ich gehe mal die Situation abchecken. ¿Ya viste la nueva película? No, todavía tengo que verla. Hast du den neuen Film schon gesehen? Nein, ich muss ihn noch checken. Hast du den neuen Film schon gesehen? Nein, ich muss ihn noch checken. Si esto continúa, voy a perder la cabeza. Wenn das so weitergeht, werde ich noch durchdrehen. Wenn das so weitergeht, werde ich noch durchdrehen. Hoy ha sido un día muy tranquilo. Heute war ein sehr gechillter Tag. Heute war ein sehr gechillter Tag. Me está cansando con sus preguntas constantes. Er geht mir langsam auf den Keks mit seinen ständigen Fragen. Er geht mir langsam auf den Keks mit seinen ständigen Fragen. Tiene mucho dinero y puede permitirse todo. Er hat viel Kohle und kann sich alles leisten. Er hat viel Kohle und kann sich alles leisten. Si viajas mucho, conoces a mucha gente. Wenn du viel rumkommst, lernst du viele Leute kennen. Wenn du viel rumkommst, lernst du viele Leute kennen. Me gasté todo mi dinero y ahora tengo que esperar hasta el próximo sueldo. Ich habe mein ganzes Geld verballert
und muss jetzt bis zum nächsten Gehalt warten. Ich habe mein ganzes Geld verballert und muss jetzt bis zum nächsten Gehalt warten. Estoy totalmente confundido. Simplemente no entiendo lo que quieres decir. Ich stehe total auf dem Schlauch. Ich verstehe einfach nicht, was du meinst. Ich stehe total auf dem Schlauch. Ich verstehe einfach nicht, was du meinst. Eso es totalmente estúpido. Nunca va a funcionar. Das ist doch total bescheuert. Das wird niemals funktionieren. Das ist doch total bescheuert. Das wird niemals funktionieren. Vamos a relajarnos esta noche y ver una película. Lass uns heute Abend chillen und einen Film gucken. Lass uns heute Abend chillen und einen Film gucken. Eso fue muy cruel de tu parte, hacer eso sin más. Das war aber fies von dir, das einfach so zu machen. Das war aber fies von dir, das einfach so zu machen. El concierto de anoche fue genial. Todavía no lo puedo creer. Das Konzert gestern war so geil. Ich kann es immer noch nicht glauben. Das Konzert gestern war so geil. Ich kann es immer noch nicht glauben. Es una verdadera porquería que no puedas venir. Das ist echt Kacke, dass du nicht kommen kannst. Das ist echt Kacke, dass du nicht kommen kannst. Hoy no tengo planes y no sé qué hacer. Ich bin heute total planlos und weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin heute total planlos und weiß nicht, was ich machen soll. Me fue mal en el examen. Y ahora tengo que repetirlo. Ich habe die Prüfung total verkackt und muss sie jetzt wiederholen. Ich habe die Prüfung total verkackt und muss sie jetzt wiederholen. Ese tipo me estafó mi dinero. Der Typ hat mich um mein Geld abgezogen. Der Typ hat mich um mein Geld abgezogen. Es un empresario astuto y sabe exactamente lo que hace. Er ist ein ausgekochter Geschäftsmann und weiß genau, was er tut. Er ist ein ausgekochter Geschäftsmann und weiß genau, was er tut. ¿Viste eso? Fue realmente increíble. Hast du das gesehen? Das war echt krass. Hast du das gesehen? Das war echt krass. Me encanta simplemente holgazanear los fines de semana. Ich liebe es, am Wochenende einfach nur zu faulenzen. Ich liebe es, am Wochenende einfach nur zu faulenzen. ¿Puedes ayudarme mañana? Claro, sin problema. Kannst du mir morgen helfen? Klar, geht klar. Kannst du mir morgen helfen? Klar, geht klar. Deja de ser tan tonto y compórtate de manera adecuada. Hör auf, so eine Kackbratze zu sein und verhalte dich ordentlich. Hör auf, so eine Kackbratze zu sein und verhalte dich ordentlich. Siempre se ve tan relajado, como si nada le importara. Er sieht immer so lässig aus, als ob ihm alles egal wäre. Er sieht immer so lässig aus, als ob ihm alles egal wäre. Hubo un cambio de planes. Nos encontraremos más tarde. Es gab eine Planänderung. Wir treffen uns jetzt später. Es gab eine Planänderung. Wir treffen uns jetzt später. Estoy harto de todo este Stress. Ich habe langsam echt die Schnauze voll von dem Stress. Ich habe langsam echt die Schnauze voll von dem Stress.